Ja, herzlich willkommen, liebe Freunde, Gönner, Fans und Sponsoren der D1-Mannschaft des TuS Xanten im Jahrgang 2009-2010 zu einer neuen Ausgabe der Waldmeister-Trophy unter dem Motto Laufen vor 9 leicht gemacht. In der Zielankunft sehen wir hier am Horizont auftauchen den jungen Prinz Kimba Kidila. Gleich wird er auch im Fokus für uns alle besser sichtbar sein. In einem sehr lockeren Laufstil, in seiner Art nicht unähnlich dem damals sehr talentierten Läufer aus den Wunderläufer aus den 70er Jahren, Abdi Biele. Da kommt er ins Bild, ganz locker, leicht. Läuft er an uns vorbei, mit einem kleinen Gruß in die Kamera vielleicht. Wunderbar, jawohl. Und schon als Zweiter, Flori Eising, ganz locker zieht er auch vorbei seine Bahn. Konnte lange den Anschluss halten zu Prinz, aber ist jetzt auf die zweite Position gerutscht und hat dort hinten nicht mehr weit, bis er am Auto ankommt. Dann kommt eine längere Durststrecke von Läufern. Ich glaube da den Phil Voitena zu erkennen als Dritten. Ja, bevor er jetzt gleich in die Kamera und ins Bild besser rückt, vielleicht noch die Information. Der Star des Ensembles, Ferhat Toprak, der Laufstärkste eigentlich dieser Mannschaft, hat es heute leider nicht geschafft. Er hatte noch Sponsoren und Werbeaufnahmen zu erledigen und kann deswegen an dieser Laufeinheit nicht teilhaben und diese Einheiten nicht absolvieren. Nein, ich vertue mich, es ist Till Merrissen. Mary als Dritter, blickt noch sehr schön in die Landschaft, sieht alles noch sehr, sehr locker aus. Orientiert sich immer wieder nach hinten, was auch ein bisschen als Schwäche ausgelegt werden kann. Aber ich bin sicher, dass er uns jetzt gleich auch mit einem Spruch bedenkt, weil er noch sehr locker und sehr frisch aussieht. Ja, er lächelt in die Kamera, wunderbar. Und er hat es nicht mehr weit. Es sind nur noch wenige Meter bis zum Ziel. Wunderbar sieht das aus, sehr schön. Ja, da hinten als Nächster Niklas Maut, sehr gut. Ganz hinten am Horizont kämpft sich noch der Co-Trainer seines Zeichens, Philipp Brandt, mit den beiden Nachzüglern ab. Es ist etwas überraschend, dass auch Phil Voitena da zu den Nachzüglern gehört. Da kommt jetzt der Niklas ins Bild, ganz locker, ganz lässig, ganz leicht. Ja, ein Blick in die Kamera, wunderbar. Und weg ist er. Und warten wir noch kurz ab, bis die letzten beiden aus der Mannschaft, die heute relativ verkrampft und unlocker unterwegs sind, ebenfalls unseren Kamerastandpunkt passiert haben. Ja, ich sehe jetzt den Phil, der offensichtlich den Kamerastandpunkt erkannt hat und gesehen hat, das kann nicht mehr weit sein. Ich mache mich jetzt auf den Weg und lasse die beiden da hinter mir zurück. Ja, ich bin nicht ganz sicher, ob er dieses Tempo auf Dauer gehen kann. Und ich glaube, bevor der Film, dass meine Filmspule gleich zu Ende ist, werden wir auch, ja servus, werden wir gleich auch mal die Aufnahme hier abbrechen und bedanken uns für euer Interesse und ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, Laufen mit der D-Jugend vor 9 Uhr morgens am Samstag leicht gemacht. Servus, eure Waldmeister.